Der Sitz der Firma Gebrüder Mönnig, Oskar Adler und Co. befindet sich seit 130 bzw. 120 Jahren im traditionsreichen Markneukirchen, gelegen zwischen Bayern und Sachsen. Zusammen, könnte man sagen, verfügt die Firma also über mehr als 250 Jahre Erfahrung im Bau von Holzblasinstrumenten. Am Anfang jedes unserer Holzblasinstrumente steht die Natur mit ihrem wunderbaren Holzvorkommen. Das bei uns verwendete Grenadillholz für Klarinetten und Oboen wird unter strenger staatlicher Kontrolle in Mosambik angebaut. Ebenso werden erste Zuschnitte der Kanteln vor Ort gefertigt, um einheimische Arbeitsplätze zu sichern. Um der Natur eine Chance zu geben, wird unter der Kontrolle von Fauna und Flora, einer Umweltschutzorganisation, sowie dem Engagement unseres Holzlieferanten Theodor Nagel für die entsprechende Wiederaufforstung gesorgt. Dies ist uns durchaus einige Euro mehr wert beim Holzeinkauf, denn ohne nachwachsendes Grenadill gäbe es eines Tages keine Oboen und Klarinetten mehr. Unser Bergahorn für Fagotte wächst in den Höhen von Bosnien. Alle unsere Hölzer werden mindestens 10 Jahre unter natürlichen Bedingungen gelagert, bevor sie für Oboen, Klarinetten und Fagotte verarbeitet werden. Auch die einzelnen Verarbeitungsschritte von der ersten Längsbohrung bis zum fertigen Instrument erfordern jeweils eine Zwischenlagerung. Um dem Holz die optimalen Resonanzeigenschaften zu entlocken, wird natürlich auch nach sehr strengen Kriterien sortiert. Jeder Besitzer eines Instruments der Firma Gebrüder Mönnig, Oskar Adler und Co. kann also sicher sein, einen ökologischen Beitrag zur Erhaltung der Natur geleistet zu haben und sich im Bewusstsein befinden, dass nur beste Qualität aller Materialien für sein Instrument verwendet wurde. In der Holzfertigung wird heute mit modernster Technik eine Genauigkeit erzielt, die früher so nicht möglich war. Dies hat die Intonations- und Klangeigenschaften unserer Instrumente deutlich verbessert. In der Firma Gebrüder Mönnig, Oskar Adler und Co. wurde von Anfang an immer Wert auf den jeweils modernsten Stand der Technik in Verbindung mit einem Höchstmaß an handwerklichem Können gelegt. Das Instrument bekommt seine Mensur, wie wir sagen. Wir haben dafür selbst eine Präzisionsmaschine konstruiert. Auf eine Schablone wird die Stellung des Bohrers eingestellt. Die Weiterentwicklung der Instrumente ging auch immer einher mit der Weiterentwicklung der Maschinen und Werkzeuge.
Hier war unser Unternehmen immer auf dem neuesten Stand. Modernste CNC-Technik ermöglicht es heute, Oberflächen an den Tonlochrändern zu erzielen, die eine nahezu 100%ige Dichtheit erreichen lassen. Die Spielbarkeit der Instrumente wird dadurch deutlich verbessert. Ebenfalls ist durch dieses Verfahren die Reproduzierbarkeit aller Maße und Mensuren auf das Feinste gewährleistet. Unsere Fagotte werden durch Beizen mit traditionell roter Farbe versehen. Danach werden die Instrumente zum Schutz des Holzes lackiert. 6 bis 12 Lackschichten müssen aufgetragen werden, bis der optimale Schutz erreicht ist. Zwischen jedem Lackiervorgang wird von Hand wieder nachgeschliffen. Eine außerordentlich aufwendige Prozedur. Durch diese Arbeit werden auch die Klang- und Resonanzeigenschaften unserer Fagotte beeinflusst. Nachdem die Hölzer ihre vorläufige Endform erhalten haben, wird der komplizierte Mechanismus von Hand durch unsere hochqualifizierten Fachkräfte für jedes einzelne Instrument angefertigt. Diese Arbeitsweise ist der Garant für den hohen Anspruch und die Langlebigkeit unserer Mechanik. Jeder Musiker wird diesen Unterschied zu industriell gefertigten Instrumenten sofort spüren. Es sind unzählige Arbeitsgänge wie Feilen, Schmirgeln, Löten, Abbeizen, Polieren und Versilbern bzw. Vergolden notwendig, bis die Mechanik eines unserer Instrumente fertig ist. Viele unserer Mitarbeiter verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und geben diese dann an die nächste Generation von Holzblasinstrumentebauern in unserem Unternehmen weiter. Die Ausbildung hat eine hohe Priorität bei uns. Nach dem Ansetzen der Mechanik werden alle Teile auf Hochglanz poliert und somit zum Versilbern oder Vergolden vorbereitet. Vor dem Fertigmachen bekommen die Mechanikteile ihre Kork- bzw. Filzauflagen und das Holz seine endgültige Bohrung, die dann beim Ausstimmen nach Nuancen verändert werden kann. Bei unserem Fertigmachen ist ebenfalls Präzision oberstes Gebot.
Nur so kann die unvergleichliche Leichtgängigkeit unserer Instrumente erreicht werden. Die Polster aus Leder, Kork und Fischhaut müssen exakt und mit leichtestem Fingerdruck decken und die vielen Mechanikteile aufeinander eingestellt werden. Dies erfordert sehr viel Geduld und Können. Am Ende dieser Arbeiten heißt es für den Meister, jedes einzelne Instrument von Hand auszustimmen. Hierzu ist nicht nur bläserisches Können, sondern auch ein hervorragendes Gehör notwendig. Viele unserer Oboen, Klarinetten und Fagotte werden auch zusammen mit ihren zukünftigen Besitzern in den Feinheiten ausbalanciert, sodass ein absolut individuelles Einzelstück entsteht. Ein Instrument aus dem Hause Gebrüder Mönnick, Oskar Adler und Co. kann sie aufgrund seiner hohen Qualität ein Leben lang begleiten und die Inspiration beim Musizieren noch verstärken. Die Fertigung der S-Bogen für unsere Fagotte ist ein ganz besonders wichtiges Detail. Hierbei wird aus Blech, welches zugeschnitten, rund gehämmert, verlötet und anschließend mit Blei ausgegossen wird, durch Biegen auf einer Holzform der S-Bogen. Dies erfordert ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl.
Zur Familie der Oboeninstrumente gehören natürlich auch die Oboe d'Amore sowie unsere weltweit geschätzten Englischhörner. Darüber hinaus werden in unserem Hause Fagotte, Kontrafagotte, Klarinetten in A und B sowie Bassklarinetten gefertigt. Ob in Orchestern oder solistisch, ob im Schüler- oder professionellen Gebrauch, Oboen, Klarinetten und Fagotte aus unserem Hause bieten für jeden Anspruch das richtige Modell. Instrumente der Marken Gebrüder Mönnick und Oskar Adler werden weltweit in vielen Spitzenorchestern sowie im Hoch- und Musikschulunterricht gespielt und geschätzt. Erfahren Sie den Unterschied beim individuellen Test in unserem Hause in Markneukirchen oder im gut sortierten Fachhandel. Ihre Meinung ist uns wichtig, denn nur so können in Zukunft noch höhere Ansprüche verwirklicht werden. Denn wir arbeiten für die Musik.